Ja, hallo meine lieben Fußballfreunde, herzlich willkommen zum Nachbericht des 26. Spieltages in der ersten deutschen Bundesliga-Saison 2014-2015. Ja, fangen wir mit dem Spiel am Freitagabend, und zwar hat er gespielt der HSV gegen die Hertha. Ja, und die Hertha kann einen wichtigen 1-0-Erfolg bei den Hamburgern feiern. Ja, die Hamburger hatten die erste gute Möglichkeit, ein Weitschuss von Stieber, der von Brooks gefährlich abgefälscht wird, aber Kraft kann da noch den Ball über die Latte lenken. Dann gab es eine Ecke von Van der Vaart von der linken Seite und Kleber kommt an den Kopfball, aber setzt ihn dann doch neben das Tor. Ja, und dann gab es einen weiten Einwurf von Westermann in den Strafraum. Ulic verlängert da per Kopf in die Mitte und der Schuss von Rafael Van der Vaart geht dann doch neben das Tor. Und dann gab es noch einen Weitschuss von Stieber, der auch neben das Tor ging. Also in der ersten Halbzeit eigentlich nur die Hamburger nach vorne, aber war nicht wirklich gefährlich. Dann in der zweiten Halbzeit gab es dann eine erste Möglichkeit für die Berliner. Ein weiter Ball von Brooks auf Behrens, der auf der rechten Seite frei steht. Der flankt in der Mitte, kommt Kalou zum Kopfball, aber Adler kann den Ball festhalten. Ja, dann gab es eine sehr gute Möglichkeit für die Hamburger nach einem Fehler von Brooks, der den Ball an Ulic verliert. Ja, Ulic kommt aber der nicht an Torhüter Kraft vorbei, will dann nochmal querlegen auf einen Hamburger, aber die Hertha kann da diese gefährliche Situation dann doch klären. Ja, und dann gab es eine Möglichkeit für die Hertha nach einer Flanke von der rechten Seite, kommt Haraguchi an den Ball, aber sein Schuss wird von Adler gehalten. Ja, und dann hatten die Hamburger noch eine gute Möglichkeit, einen Schuss von Olic, der aber ans Außennetz geht. Ja, und dann gab es eine gelb-rote Karte in der 81. Minute, und zwar für den Hamburger Kleber. Ja, hat im Zweikampf den Arm ausgefallen, kann man ja absolut geben. Denke ich, war eine korrekte Entscheidung. Ja, und die Berliner nutzen diese Überzahl dann gleich aus in der 84. Minute. Das 1:0 durch Langkamp. Nach einer Standardsituation ein hoher Freistoß in den Strafraum von Plattner hat gespielt und Langkamp setzt sich da im Zweikampf gegen Berami durch und köpft einen zum wichtigen 1:0 Auswärtserfolg. Ja, für die Hamburger natürlich eine bittere Heimniederlage. Ja, und sie haben sich dann auch am Sonntag von ja, Trainer Zimbauer getrennt. War irgendwie abzusehen, die Hamburger haben ja sich nicht wirklich weiterentwickelt unter ihm. Sie konnten zwar kämpferisch in den Spielen gut mithalten teilweise, aber es hat spielerisch doch gemangelt und man konnte einfach nicht genügend Tore erzielen, war einfach vor dem Tor zu ungefährlich. Und deswegen, ja, stehen die Hamburger immer noch da unten drinnen und ja, werden wir sehen, ob dieser nochmalige Trainerwechsel in dieser Saison noch was bringt für die Hamburger. Ja, und für die Hertha natürlich ein ganz, ganz wichtiger Dreier hier, aber auch die Berliner sind noch nicht durch. Es war zwar ein wichtiger Sieg hier, aber sie brauchen noch den einen oder anderen Sieg sicherlich, um die Klasse zu halten. Ja, kommen wir dann zu den Spielen am Samstag um 15:30 Uhr. Und zwar hat der Hannover 96 gegen Borussia Dortmund gespielt und die Dortmunder können einen 3:2-Auswärtssieg feiern. Hatten auch die Möglichkeit, einen Weitschuss von Blaschikowski, den Zieler gut parieren kann. Ja, und dann nach 19 Minuten war es das soweit, das 1:0 für die Dortmunder durch Aubameyang, sein 11. Saisontor, und die Vorarbeit hat Reus geliefert, er mit einem schönen Pass auf Aubameyang. Und Aubameyang schießt dann ins lange Eck und der Ball passt genau zur 1:0-Führung. Ja, und die Hannoveraner können dann nochmal zurückschlagen, erzielen den Ausgleich durch Stindl in der 31. Minute, sein 5. Saisontor. Ja, das Tor wurde rausgespielt durch José Lu, der da den Bittencourt auf der linken Seite anspielt und Bittencourt damit einen Querpass auf Stindl und sein Schuss ins lange Eck passt dann zum Ausgleich. Ah, die Hannoveraner hatten dann auch eine gute Möglichkeit. Briand spielt auf Bittencourt, der sehr viel Platz hat. Ja, versucht einen Schuss, aber der Schuss rutscht ihn ab, deswegen geht er dann doch neben das Tor. Ja, dann gab es auch noch eine gute Möglichkeit für Hannover. Nach einer flachen Reingabe von Stindl von der rechten Seite kann der Dortmunder Kirch gerade noch vor dem einschussbereiten Schulz retten. Ja, und dann nach einer weiteren Flanke von Stindl von der rechten Seite kommt Marcello an den Kopfball, aber auch der geht über das Tor. Und zum Schluss gab es dann noch einmal eine Möglichkeit für die Dortmunder. Ein weiter Ball von Subotic auf Aubameyang, der den Ball am Ziel vorbeispielt, aber
sich ihnen doch etwas zu weit vorlegten. Damit war die Chance natürlich dahin. Ja, und so ging es dann mit dem 1:1 in die Halbzeitpause. Dann, ja, nach der Halbzeitpause eine gute Möglichkeit für die Hannoveraner, eine Flanke von Sakai von der rechten Seite. Und Joselu kommt an den Kopfball, aber Hummels kann da gerade noch auf der Linie retten. Ja, und dann vielleicht eine spielentscheidende Szene. Und zwar in der 55. Minute bekommt Leonardo Bittencourt von Hannover 96 die gelb-rote Karte, sein allererster Bundesliga-Platzverweis. Ja, geht da etwas übermotiviert in den Zweikampf hinein. Ja, hatte vorher schon gelb und deswegen, ja, kann man auch diese gelb-rote Karte absolut geben. Und ist natürlich bitter, denn statt von 1:1 hat er hier seine Mannschaft ordentlich geschwächt. Und ja, die Dortmunder haben diese Überzahl natürlich sofort ausgenutzt, denn schon, ja, 2 Minuten nach dieser gelb-roten Karte das 2:1 durch Kagawa, sein zweites Saisontor. Ja, schöner Antritt von Blaschikowski über die rechte Seite, er mit einem schönen Pass auf Reus. Und Reus legt dann nochmal quer auf Kagawa und Kagawa braucht er nur mehr ins leere Tor einzuschieben. Ja, und dann 4 Minuten später in der 61. dann das 3:1 durch Aubameyang, sein 12. Saisontor. Diesmal die Vorarbeit hat Kagawa geliefert mit einer schönen Außenristflanke von der linken Seite und Aubameyang mit dem Kopfball zum 3:1. Dann gab es noch einen guten Schuss von Sokratis, den Ziele parieren kann. Und Blaschikowski hatte dann noch eine Riesenchance, hat ja, eine sehr gute Schussposition, aber sein Schuss geht an den linken Pfosten und von da springt er wieder raus. Die Hannoveraner können dann nochmal verkürzen auf 2:3 in der 82. Minute. Wieder war es Stindl, sein 6. Saisontor, ein schöner Weitschuss, der genau in das rechte Kreuzeck hineingeht. Keine Chance hier für Weidenfeller. Ja, und sie hatten dann noch eine Möglichkeit zum Ausgleich nach einer flachen Hereingabe von Albornoz von der rechten Seite. Verpasst auch Joselu nur knapp in der Mitte, aber ja, es hat nicht gereicht. Dortmund gewinnt hier 3:2. Ja, bittere Niederlage hier für Hannover. Hatten eigentlich gut mitgehalten. Ja, die Gelbrote für Bittencourt ist sicherlich spielentscheidend. Das haben die Dortmunder eiskalt ausgenutzt. Deswegen können sie ihre 3 Punkte feiern. Und ja, und für Hannover wird es so langsam ja immer enger und enger. Sie rutschen da immer weiter nach unten rein. Und ja, da müssen sie wirklich aufpassen, die Hannoveraner. Ja, gehen wir weiter zum nächsten Spiel, und zwar zu Stuttgart gegen Frankfurt. Ja, und der VfB Stuttgart kann seine Niederlagenserie endlich beenden, gewinnt mit 3:1 gegen die Frankfurter. Aber die Frankfurter hatten eigentlich den besseren Start in das Spiel. Schon nach 34 Minuten gab es den ersten gefährlichen Schuss durch Inouye, der aber doch über das Tor geht. Ja, wenig später legt Inouye auf Seferovic ab und sein Schuss geht auch über das Tor. Nach einer Flanke von der linken Seite durch Ocipka kommt Aigner an den Ball, aber sein Schuss wird da gerade noch von Niedermeyer abgeblockt. Ja, die erste Möglichkeit für die Stuttgarter war aus einem Konter. Maxim spielt auf Seredier und Seredier versucht einen Heber, der aber doch neben das Tor geht. Ja, und das war eigentlich die erste Möglichkeit für die Stuttgarter, aber da waren schon 30 Minuten gespielt, also die keine gute erste Halbzeit hier für die Stuttgarter. Ja, die Frankfurter hatten dann eine Möglichkeit, Inouye wieder spielt da auf Aigner, der zieht in die Mitte, aber wird dann gerade noch abgeblockt. Ja, und danach eine Ecke von Inouye von der rechten Seite kommt dann Meier an den Kopfball, der nur knapp daneben geht und Aigner verpasste noch am langen Eck. Ja, wäre da eventuell noch mal rangekommen. Und für die Stuttgarter gab es dann noch einen Weitschuss von Hanek, der dann doch neben das Tor geht. Ja, und so ging es dann mit dem 0:0 in die Halbzeitpause. Ja, dann in der zweiten Halbzeit eine Möglichkeit für die Stuttgarter, ein hoher Freistoß von Maxim in den Strafraum. Niedermeyer kann da per Kopf auf Hanik verlängern, aber sein Schuss aus der Drehung geht dann doch über das Tor. Und ja, dann eigentlich verdient in der 51. Minute das 1:0 für die Frankfurter durch Seferovic, sein 8. Saisontor. Ja, Ocipka setzt sich da sehr schön gegen Seredier durch auf der linken Seite, dann mit einer flachen Hereingabe. Und ja, in der Mitte stehen da eigentlich drei Frankfurter vollkommen frei und Seferovic, ja, ist derjenige, der den Ball dann zum 1:0 über die Torlinie befördert. Ja, und das hat es eigentlich so ausgesehen, ob die Frankfurter hier locker einen Sieg einfahren werden, aber die Stuttgarter haben sich dann nochmal steigern können da zuerst in der 63. Minute durch Ginczek ausgleichen. Es war dies sein allererstes Saisontor. Ja. Das Tor herausgespielt, ein schöner weiter Ball auf Hanik, der da ja gerade noch vor Torhüter Trapp da an den Ball kommt und spielt weiter zu Ginczek und der braucht nur um ins leere Tor einzuschießen zum Ausgleich. Und ja, nur 3 Minuten später in der 66. Minute war abermals
da Ginczek mit dem 2:1, mit seinem zweiten Saisontor. Ja, und die Vorarbeit hat Maxim geliefert mit einem schönen Heber, auch der die Abwehr überhebt und auf Ginczek spielt. Ja, Ginczek nimmt sich den Ball sehr schön mit der Brust an und befördert dann den Ball zum 2:1 ins Netz. Und dann noch in der 80. Minute macht dann Maxim das 3:1, sein zweites Saisontor. Vorarbeit hat Kostic geliefert, ein sehr schöner Vorstoß über die linke Seite, der sich sehr gut gegen Chandler durchsetzt und dann mit einer flachen Reingabe in die Mitte, wo Maxim dann frei steht und das 3:1 macht. Ja, die Frankfurter hatten dann noch versucht, nochmal ranzukommen. Gab einen harten Flachschuss von Seferovic, den aber Ulreich gut parieren kann. Und noch eine Ecke von den Frankfurtern von der rechten Seite kommt da Zambrano in den Kopfball. Auch da kann Ulreich zunächst parieren und im zweiten Nachfassen rettet dann Maxim per Kopf auf der Linie. Und zum Schluss gab es nur noch eine Möglichkeit für die Stuttgarter. Nach einer Ecke von Maxim von der rechten Seite kommt Ginczek an den Ball, aber sein Schuss wird von Trapp pariert. Ja, und so können die Stuttgarter dann am Ende einen ja, ganz, ganz wichtigen 3:1-Sieg feiern. Ja, war ganz wichtig, diese 3 Punkte. Hat aber überhaupt nicht gut ausgesehen. Die erste Halbzeit war nicht gut. Die Frankfurter haben es einfach verabsäumt, hier noch eine höhere Führung herauszuschießen. Sind zwar 1:0 in Führung gegangen, aber das hat eben nicht gereicht. Und ja, die Frankfurter war natürlich eine ja, unnötige Niederlage aus Sicht der Frankfurter. Aber wie schon in den letzten Spielen auswärts, ja, hapert es irgendwie so noch bei den Frankfurtern. Zu Hause können sie zumindest ihre Spiele gewinnen. Und ja, deswegen stehen die Frankfurter genau da, wo sie sind, im Mittelfeld. Ja, genau im Mittelfeld. Und ja, genau das ist auch das entspricht der Leistung der Frankfurter in der diesjährigen Saison. Ja, gehen wir weiter dann zum nächsten Spiel, und zwar zu Freiburg gegen Augsburg. Ja, die Freiburger können hier einen 2:0-Sieg feiern. Ja, zunächst hatten aber die Augsburger die besseren Möglichkeiten. Zunächst erkämpft sich Bayer den Ball, spielt auf Werner, der flankt von der linken Seite und Djuric verpasst dann noch knapp in der Mitte den Ball. Ja, und dann kommt Bobadilla im Zweikampf mit Höfler im Strafraum zu Fall. Ja, der Schiri pfeift nicht. War natürlich eine schwierige Situation. Zum einen, ja, wird Bobadilla ein bisschen gehalten, aber auch er drückt sich gegen den Spieler. Also, ja, kann man sicherlich auch ja, weiterlaufen lassen, so wie es der Schiedsrichter getan hat, aber war eine brenzliche Situation. Ja, dann gab es einen sehr guten Weitschuss von Bayer, den Bürki dann nur mit Mühe im Nachfassen halten kann. Und eigentlich die erste Möglichkeit für die Freiburger dann ein Weitschuss von Sorg, den aber Hitz gut parieren kann. Ja, dann gab es eine Ecke von Schmid von der rechten Seite. Höfler kommt dann den Kopfball, aber Werner kann da auf der Linie retten. Und dann hatten die Augsburger noch eine Möglichkeit. Djuric, der da über die linke Seite kommt, mit einem guten Pass auf Bobadilla, der zieht in die Mitte. Aber sein Schuss wird von Bürki sehr gut pariert. Ja, so ging es dann mit dem 0:0 in die Halbzeitpause. Nach der Halbzeitpause dann hatten die Augsburger die erste Möglichkeit, eine Ecke von Bobadilla von der rechten Seite. Die Freiburger können da den Ball nicht klären und so kommt der Ball dann zu Chor, aber sein Schuss wird von Bürki wieder sehr gut pariert. Dann gab es dann noch eine Möglichkeit für Højbjerg, aber auch sein Schuss wird von Bürki gut pariert, der hier eine sehr starke Partie spielt. Ja, dann wurden aber die Freiburger wieder stärker. Nach einer Flanke von Memedi von der linken Seite verpasst der Franz ganz knapp und dann ja, schießt Klaus dann den Ball über das Tor. Na, dann nach einer Flanke von Sorg von der linken Seite kommt Memedi an den Kopfball, aber auch dieser geht drüber. Aber dann in der 71. Minute war es dann soweit, das 1:0 durch Schmid, sein drittes Saisontor. Nach einem Einwurf von Rita verlängert zunächst Memedi per Kopf auf Sorg. Und Sorg leitet dann weiter den Ball zu Schmid. Und der Schuss schießt dann ins lange Eck und der Ball geht via Innenstange ins Tor hinein. Ja, muss man sagen, durchaus hier verdient für die Freiburger, die in der zweiten Halbzeit sich doch um einiges gesteigert haben. Ja, es gab dann noch einen Schuss von Nils Petersen aus spitzen Winkel, der aber doch am Tor vorbeigeht. Und aber dann in der 84. Minute macht dann Petersen alles klar mit dem 2:0, sein viertes Saisontor. Und die Vorarbeit hat der Rieder geliefert mit einer flachen Reingabe von der linken Seite. Ja, kommt Petersen an den Ball und macht den Endstand von 2:0 perfekt.
Ja, diesmal können die Freiburger endlich ihre guten Leistungen auch in Tore ummünzen, haben ja in den letzten Spielen noch Probleme gehabt, Tore zu erzielen. Ja, und sie nützen ein bisschen so die Schwächenphase der Augsburger aus und holen sich hier wichtige 3 Punkte. Ja, und für die Augsburger, wie schon gesagt, ist zurzeit der Wurm drinnen. Wie gesagt, man konnte zwar 1-0 gegen Wolfsburg gewinnen, aber das war auch ja der einzige Sieg in den letzten 5 oder 6 Spielen. Also die Bilanz spricht jetzt hier nicht gerade für die Augsburger und ja, sie laufen wirklich Gefahr, hier dann noch die internationalen Plätze zu verspielen. Ja, gehen wir weiter dann zum nächsten Spiel, und zwar zu Paderborn gegen Hoffenheim. Ja, dieses Tor endet mit einem 0-0 Unentschieden. Ja, die erste Möglichkeit hatten die Paderborner, einen schönen Vorstoß von Heinroth über die rechte Seite. Sein Schuss aus spitzem Winkel geht aber doch knapp über das Tor. Dann gab es einen ja, sehr guten Weitschuss von Volland, den Kruse halten kann. Ja, dann eine Möglichkeit für die Paderborner. Wemmer legt ab auf Lakic per Kopf. Aber sein Schuss geht dann doch neben das Tor. Ja, dann gab es eine Flanke von Wemmer von der rechten Seite. Ja, Lakic mit dem Kopfball. Aber sein Kopfball geht doch über das Tor, da gerade noch von Strobel gestört wird. Und so ging es dann mit dem 0-0 in die Halbzeitpause. Ja, und dann in der zweiten Halbzeit ja, gab es eine gute Möglichkeit für die Hoffenheimer, ein direkter Freistoß von Rusi. Aber Kruse kann da mit beiden Fäusten klären. Ja, dann eine Möglichkeit für die Paderborner. Brückner mit einem sehr guten Vorstoß über die linke Seite. Macht er eine flache Reingabe auf Rupp. Aber sein Schuss wird von Kim gerade noch abgefälscht und geht dann doch neben das Tor. Ja, die Paderborner waren immer wieder gefährlich durch Standardsituationen, vor allem durch Freistöße, getreten von Meier. Einmal ein direkter Freistoß von ihm, der da gerade noch zur Ecke abgefälscht wird. Ja, und dann in der 65. Minute gab es dann eine gelb-rote Karte für den Hoffenheimer Bicakcic. Sein allererster Bundesliga-Platzverweis, ja, geht er mit gestrecktem Bein in den Mann. Ja, das war zu Recht eine gelbe Karte, und da zuvor schon gelb gesehen hat, denke ich, geht die Gelb-Rote absolut in Ordnung. Ja, danach haben die Paderborner versucht, natürlich diese Überlegenheit auszunutzen. Hatten dann auch einige gute Möglichkeiten. Zuerst eine ja, scharfe, flache Reingabe von Kotsch von der rechten Seite. Und Lakic verpasst da ganz knapp am langen Pfosten. Und dann gab es wieder eine gute Möglichkeit durch einen direkten Freistoß von Meier von der linken Seite. Aber Baumann kann sich da auszeichnen. Ja, und dann noch eine gute Möglichkeit, ein Meier mit einem schönen Pass in den Lauf von Lakic, aber sein Schuss kann Baumann parieren. Und dann gab es wieder einen direkten Freistoß von Meier, der auch nur knapp neben das Tor geht, und so endet diese Partie mit einem 0-0 Unentschieden. Ja, ich denke, die Hoffenheimer können mit diesem Punkt sicherlich gut leben, vor allem wenn man bedenkt, dass sie da ja fast eine halbe Stunde dann mit einem Mann weniger waren. Ja, für die Paderborner, ja, geht die Torlosigkeit weiter. Also sie haben jetzt schon ziemlich lange kein Tor mehr erzielt und hatten hier in diesem Spiel einige Möglichkeiten, vor allem dann, nachdem sie einen Mann mehr waren, aber sie konnten ihre Chancen einfach nicht nutzen, und ja, so wird es schwer für die Paderborner, hier noch die Klasse zu halten, denn ja, die anderen Mannschaften haben alle gepunktet, wie Stuttgart und Freiburg, und so wird es natürlich schwer für die Paderborner, wenn sie keine Tore erzielen können. Ja, gehen wir weiter dann zum nächsten Spiel, und zwar zu Köln gegen Bremen. Dieses Spiel endet mit einem 1-1 Unentschieden. Ja, die erste Chance hatten die Bremer. Nach einer Flanke von der linken Seite kommt Di Santo an den Ball, aber sein Schuss aus 5 Metern Distanz geht dann noch über das Tor. Ja, dann die Kölner, Hector, der da über die linken Seite geht, wird da von Fritz nicht angegriffen. Ein Pass auf Lehmann, aber sein Schuss geht dann doch über das Tor. Ja, dann gab es einen direkten Freistoß für Bremen, geschossen von Sternberg. Der Ball geht in die Mauer, aber der Ball kommt wieder zurück zu Sternberg, und dann, ja, ein Abpraller. Der Ball geht hoch in die Luft und Horn kann da diesen gefährlichen Ball gerade noch über die Latte lenken. Ja, dann gab es eine Ecke von der linken Seite durch Junuzovic, den er direkt aufs Tor zirkelt. Der geht an die Oberkante der Latte und dann wieder ins Tor aus. Ja, und dann in der 27. Minute war es das soweit, das 1-0 für die Bremer durch Selke, sein 6. Saisontor, und vorbei wieder Junuzovic von der linken Seite. Ja, und da verlängert unglücklich der Kölner Deverson auf Selke, und ja,
Der Schuss von Selke geht dann ins Tor, muss sagen, Torhüter Horn hatte auch keine Chance, seine Sicht wurde verstellt von zwei Verteidigern von Köln und hatte da deswegen keine Chance, an diesen Ball zu kommen. Ja, die Kölner hatten dann noch eine gute Möglichkeit nach einer Freistoßflanke von Hector von der rechten Seite verlängert Marot per Kopf. Ja, Wimmer verpasst am langen Eck dann nur knapp den Ball. Und ja, in der Zeitlupe sieht man, dass er eigentlich vom Prödel am Trikot gehalten wird. Also der Schiedsrichter hat diese Situation nicht gesehen. Deswegen, wenn er das gesehen hätte, hätte man durchaus Elfer geben können. Da hatten die Bremer Glück gehabt. Ja, kurz vor der Pause dann noch eine Möglichkeit für Köln. Peschko mit einem Pass auf Uca, Uca mit einem Schuss aufs lange Eck, aber der Ball geht dann doch knapp neben das Tor. Ja, so ging es dann in die zweite Halbzeit. Auch da es waren dann die Kölner dann besser. Hector mit einer flachen Reingabe von der linken Seite. Der eingewechselte Osako kommt an den Ball, aber sein Schuss geht nur knapp vorbei aus kurzer Distanz. Dann Deverson mit einem schönen Pass auf Osako. Sein Weitschuss geht aber doch über das Tor, hat sich zwar noch gefährlich gesenkt, aber geht dann doch noch drüber. Dann Hector, der da auf der rechten Seite sich dann gegen vier Bremer durchsetzt und sein Schuss aus spitzem Winkel, aber Wolf kann da sehr gut parieren. Ja, dann gab es einen Konter von den Bremern, die Santo spielte auf Öztunali, der da im Strafraum dann gegen Wimmer zu Fall kommt. Aber der Schiri pfeift da keinen Elfmeter. Aber in der Zeitlupe sieht man, wie man trifft in einem Fuß. Das wäre eigentlich ein Elfmeter gewesen. Ja, aber wenn man denkt, die eine Situation mit, wo Wimmer vom Prödel gehalten wurde, kann man sagen, dann vielleicht ausgleichende Gerechtigkeit. Ja, die Kölner hatten dann eine Möglichkeit. Risse, der sich da auf der rechten Seite gegen Bartels durchsetzt, dann mit einer flachen Reingabe, die dann Westergaard fast ins eigene Tor abfälscht, aber Wolf kann da gerade noch parieren. Aber dann gab es dann 11 Meter für die Kölner kurz vor Schluss. Ja, ein hoher Ball von Half in den Strafraum, der eigentlich zu weit wäre für Finne. Aber Garcia, ja, ein unnötiges Foul wird, schubst der Finne um und obwohl er wahrscheinlich den Ball nicht erreicht hätte. Und deswegen, ja, wirklich ein sehr, sehr unnötiges Foul und ja, den Elfmeter muss man geben. Und Lehmann tritt an und trifft in der 88. Minute dann zum Ausgleich, zum 1:1, sein viertes Saisontor. Ganz sicher hoch rechts schießt der Wolf, war in der falschen Ecke. Ja, und es gab dann für die Bremer dann noch eine Möglichkeit, ein Weitschuss von Öztunali, aber Horn kann da den Ball halten und am Ende denke ich, dass das Spiel dann doch durchaus gerecht mit einem 1:1 Unentschieden ausgeht. Die Bremer waren ja vor allem in der ersten Halbzeit besser, waren da immer wieder gefährlich, vor allem durch Standardsituationen, haben dann auch das 1:0 erzielt. Aber in der zweiten Halbzeit wurden dann die Kölner stärker und ich denke, dass der Ausgleich war dann durchaus verdient. Und ja. Für die Kölner natürlich, ja, zumindest ein wichtiger Punkt, aber für die Bremer, ja, so langsam, ja, sind sie da auch irgendwo im Mittelfeld, ja, drinnen, die Bremer. Ja, gehen wir weiter dann zum Samstagabendspiel, und zwar zu Schalke gegen Leverkusen. Und die Leverkusener können einen 1:0-Auswärtssieg hier feiern in Gelsenkirchen. Ja, die Schalke hatten ihre erste Möglichkeit, eine flache Reingabe von Fuchs von der linken Seite. Banetta kommt in den Ball. Ja, aber sein Schuss geht nicht ins Tor. Die Leverkusener können aber den Ball nicht klären und so kommt dann noch Huntelaar zu einer Möglichkeit. Aber Leno kann sich da wieder mal auszeichnen. Dann gab es eine Möglichkeit für die Leverkusener, einen Schuss von Bellarabi, den Wellenreuther gut parieren kann. Ja, und nach einer Ecke von Castro dann von der linken Seite kommt Kießling an den Kopfball, aber der geht dann doch relativ zentral auf Wellenreuther, deswegen keine Probleme für ihn. Aber dann in der 35. Minute war es dann soweit, das 1:0 für Leverkusen durch Bellarabi, sein 11. Saisontor. Und die Vorarbeit hat Rolfes geliefert, er ja mit einem guten Pass auf Bellarabi, der da auf der linken Seite steht. Ja, wird nicht attackiert, probiert es aus spitzen Winkel. Und man muss sagen, ja, Torhüter Wellenreiter sieht dann nicht sehr gut aus, also den darf er eigentlich nicht bekommen. Ja, so ging es dann mit dem 1:0-Führung für die Leverkusen in die Halbzeitpause. Dann in der zweiten Halbzeit gab es dann ja eine Möglichkeit für die Schalker, Boateng mit einer scharfen, flachen Reingabe von der rechten Seite. Fuchs kommt an den Ball, aber sein Schuss geht nur knapp daneben aufs lange Eck.
Dann gab es eine gefährliche Ecke von Calhanoglu von der rechten Seite, Kopfball von Spahic, aber Wellenreuther kann sich diesmal auszeichnen. Ja, dann gab es eine Möglichkeit für die Schalker, einen Schuss von Boateng. Er trifft der Hilbert im Strafraum an der Hand, aber der Schiri gibt nicht Elfmeter. Denn ja, es war eine natürliche Laufbewegung, deswegen kein absichtliches Handspiel und deswegen glaube ich durchaus zu Recht lässt da der Schiedsrichter weiterspielen. Und es gab dann noch Möglichkeiten für die Leverkusener zunächst aus einem Konter. Castro spielte auf Bellarabi, aber sein Schuss geht dann über das Tor. Und dann Rolfes spielt auf Castro und der scheitert an Wellenreuther. Der Abpraller kommt zu Bellarabi, aber sein Nachschuss geht dann neben das Tor. Und ja, so können die Leverkusener hier doch einen wichtigen 1:0-Auswärtssieg bei den Schalkern feiern. Ja, war ein bisschen überraschend. Die Leverkusener hatten ja unter der Woche dieses schwere Spiel gegen Atletico Madrid in den Beinen, wo sie bis in die Verlängerung mussten, dann ins Elfmeterschießen. Aber man hat ja nicht wirklich viel gemerkt. Sie wirkten ja fast sogar noch frischer als die Schalker, die ja teilweise gut mitgespielt haben, aber am Ende dann doch zu wenig gemacht haben. Deswegen denke ich, dass hier dieser Sieg von Leverkusen durchaus verdient ist, also auch in Ordnung geht. Und ja, Leverkusen hat sich jetzt auch schon einen Vorsprung gegenüber Schalke erarbeitet. Ja, und für Schalke, zumindest die Champions League Plätze werden jetzt schwer zum Erreichen sein. Für die Schalke wird es wahrscheinlich jetzt wichtig sein, zunächst einmal die Europa League Plätze abzusichern. Ja, kommen wir dann zu den Spielen am Sonntag und zwar um 15:30 Uhr. Und zwar hat der Mainz gegen Wolfsburg gespielt und dieses Spiel endet mit einem 1:1 Unentschieden. Ja, bei den Wolfsburgern gab es einige Veränderungen zum Europa League Spiel gegen Inter Mailand. Ganze 6 Spieler wurden ausgetauscht. Ja, und das hat man auch gemerkt, denn im Spiel waren eigentlich die Mainzer die klar bessere Mannschaft. Es gab zunächst ja einen indirekten Freistoß für die Mainzer im Strafraum der Wolfsburger, da Luis Gustavo einen Rückpass auf Bennaiolo gespielt hat und Bennaiolo den Ball mit der Hand aufgenommen hat. Ja. Aber diesen indirekten Freistoß können die Mainzer nicht nutzen. Malli, sein Schuss wird von Klose da noch per Kopf ja, geklärt. Aber dann in der 7. Minute dann schon das 1:0 für die Mainzer durch Bungert, sein allererstes Saisontor. Nach einer Ecke von Geis von der rechten Seite kommt der Bungert an den Kopfball. Und sein Gegenspieler Klose in dieser Situation kann da ihm nicht folgen. Und so kann Bungert ungehindert zum 1:0 einköpfen. Ja, die Mainz immer wieder gefährlich durch Standardsituationen, die von Geis getreten wurden. Zunächst ein direkter Freistoß von Geis, der genau an die rechte Kreuzeglatte geht. Ja, und dann Geis mit einem hohen Ball auf Okazaki, der da im Strafraum ist und dann gut zurücklegt auf De Blasis. Sein Schuss wird dann von Okazaki abgefälscht. Der Ball geht ins Tor, aber das Tor wird nicht gegeben, weil zum Zeitpunkt vom Schuss von De Blasis Okazaki sich im Abseits befindet und deswegen zu Recht nicht gegeben. Ja, so ging es dann mit der 1:0-Führung für die Mainzer dann in die Halbzeitpause. In der zweiten Halbzeit war dann nicht mehr so viel los. Die Wolfsburger wurden ein bisschen besser. Nach einem Fehler von Baumgartlinger, der ausrutscht, kommt der Luis Gustavo an den Ball. Ja, ein schöner Antritt. Keiner attackiert ihn und er probiert es einfach mal und sein Weitschuss geht an den linken Pfosten. Ja, und dann in der 61. Minute dann doch etwas der überraschende Ausgleich für die Wolfsburger durch Gustavo. Nach einer Ecke von De Bruyne von der rechten Seite kommt er zunächst Naldo an den Kopfball, verlängert auf den langen Pfosten und da steht Gustavo frei und schiebt ein zum 1:1 Ausgleich. Ja, und die Mainzer hatten dann noch eine einzige Möglichkeit nach einer Flanke von Prosinski von der rechten Seite, verpassen da Okazaki und Malé knapp in der Mitte. Aber das Spiel endet dann mit einem 1:1 Unentschieden. Ja, wie schon angedeutet, eigentlich enttäuschend für die Mainzer. Sie waren doch die bessere Mannschaft, hatten ja wirklich gut gespielt gegen den Tabellenzweiten, bei denen man gemerkt hat, dass da einiges durchgewechselt wurde und dass sie auch ja durch die Doppelbelastung durch die Europa League auch nicht ganz so frisch waren. Und aber trotzdem haben sie hier immerhin einen Punkt geholt. Das muss man ihnen zugute halten. Und ich denke, das zeichnet auch gute Mannschaften aus, dass sie auch, wenn sie nicht gut spielen, zumindest einen Punkt holen. Und genau das haben die Wolfsburger hier gemacht. Hier kommen wir dann noch zum allerletzten Spiel, zum absoluten Spitzenspiel dieses Spieltages, und zwar Bayern gegen Gladbach. Ja, und die Gladbacher können doch einen überraschenden 2:0 Auswärtssieg bei den Bayern feiern. Ja, die Bayern hatten
Ja, eine erste Möglichkeit nach einer Flanke von Robben von der rechten Seite kommt Lewandowski an den Ball, nimmt er den Ball schön mit der Brust an, kann aber nicht den Ball aufs Tor befördern. Aber auch die Gladbacher können da nicht wirklich klären. Der Ball kommt dann zu Götze. Sein Schuss wird zunächst abgeblockt und dann kommt Bernat an den Ball und sein Schuss wird dann von Sommer gehalten. Ja, und dann eine, ja, glaube ich, auch entscheidende Verletzung, denn Arjen Robben hat sich wieder mal verletzt an der Hüfte, musste raus. Für ihn ist Thomas Müller reingekommen und das war natürlich ein herber Verlust für die Bayern, denn ja, in der 30. Minute dann doch etwas das überraschende 1-0 für die Gladbacher durch Raphael. Ja, zunächst Janschke mit einem hohen Ball auf Hermann, der da auf der rechten Seite relativ frei steht. Ja, mit einer Flanke auf Raphael im Zentrum. Der Schuss von Raphael geht zentral auf Neuer. Neuer will den Ball aufnehmen, aber ja, er rutscht ihm durch und man muss sagen, ja, klarer Torwartfehler, den muss Neuer halten und ja, so führen die Gladbacher hier mit 1-0. Und das war dann auch der Pausenstand. Dann in der zweiten Halbzeit, ja, hatten dann die Bayern versucht, den Ausgleich zu erzielen nach einer Flanke von Rafinha von der rechten Seite. Kommt Müller an den Kopfball, aber der fällt etwas zu zentral aus und Sommer hat da keine Probleme. Ja, dann gab es eine sehr gute Möglichkeit für die Gladbacher aus einem Konter, ein weiter Ball auf Hahn. Hahn, dessen Schuss wird dann von Neuer gerade noch an den rechten Pfosten gelenkt. Wäre eine sehr gute Möglichkeit gewesen. Dann ja, hatten die Bayern wieder eine Möglichkeit nach einer Flanke von Rafinha von der rechten Seite. Kommt Bernat an den Ball, nimmt den Ball direkt, aber Sommer kann sich da auszeichnen. Ja, und dann in der 77. Minute dann die Entscheidung wieder durch Raphael. Zunächst Hermann mit einem schönen Pass auf Kramer. Der ja, setzt sich da sehr gut gegen Schweinsteiger durch. Und legt dann quer auf Raphael und Raphael brauchte nur mehr einzuschießen zum 2-0. Ja, die Bayern hatten es dann nochmal probiert. Nach einer Flanke von Boateng von der rechten Seite kommt Lewandowski in den Kopfball. Aber Sommer kann den Ball parieren. Und dann hatten dann noch die Gladbacher eine Möglichkeit. Hermann mit einem weiten Ball auf Kruse, der da dann allein vor Neuer steht. Aber ja, er scheitert. Neuer kann das sehr gut parieren. Und so endet das Spiel dann mit einem 2-0 Auswärtssieg für die Gladbacher. Ja, doch etwas überraschend, aber muss sagen, vor allem defensiv, die Gladbacher wirklich eine sehr gute Leistung geboten gegen eine Bayern-Offensive, die ja in den letzten Spielen wirklich sehr stark war. Und die Gladbacher haben gesagt, zu Recht gezeigt, dass sie eine der besten Verteidigungen haben. Natürlich haben sie von der Verletzung von einem Robben profitiert. Wenn er noch im Spiel gewesen wäre, wäre es natürlich schwieriger gewesen, aber so haben sie diese Möglichkeit genutzt. Sie haben ihre wenigen Konterchancen dann genutzt, hat natürlich auch profitiert von dem Fehler von Neuer, der zum 1-0 geführt hat, aber ganz, ganz wichtiger Sieg hier für die Gladbacher. Ja, und sie können zumindest sieht es gut aus jetzt einmal mit der Champions League für die Gladbacher. Und für die Bayern, ja, sicherlich bitte eine Heimniederlage, aber wenn man den Vorsprung der Bayern bedenkt auf Wolfsburg, denke ich, ja, können Sie sicherlich mit dieser einen Niederlage leben. Ja, kommen wir dann zur Top 11 der Runde. Ja, und zwar im Tor habe ich Roman Bürki vom SC Freiburg. Ja, der beim 2:0 gegen Augsburg ja, sehr wichtige Paraden geliefert hat. Und somit einen wichtigen Anteil hier am wichtigen Heimsieg der Freiburger hatte. Dann in der Abwehr zum einen Bungert von Mainz. Ja, mit dem wichtigen Tor zum 1-0 beim 1-1 gegen Wolfsburg. Dann natürlich Langkamp von der Hertha. Auch er mit einem ganz, ganz wichtigen Tor beim 1-0 Auswärtssieg bei den Hamburgern. Das waren ganz drei wichtige Punkte. Und der Langkamp hatte da mit seinem Tor natürlich einen entscheidenden Anteil daran. Und dann noch Martin Stranzl von Borussia Mönchengladbach, der Abwehrchef, der ja so die starke Offensive der Bayern da ja wirklich im Griff hatte und einer der besten da in der Abwehr war bei den Gladbachern. Ja, dann im Mittelfeld habe ich zum einen Maxim von den Stuttgartern, er mit einer wirklich sehr guten Leistung beim 3:1 gegen Frankfurt. Dann habe ich Shinji Kagawa von Borussia Dortmund, er ja auch wieder mit einem sehr guten Spiel hat ein Tor vorbereitet und eines selber erzielt. Dann ja, habe ich zur Abwechslung mal wieder einen Spieler, der eigentlich verloren hat, aber sehr gut gespielt hat, und zwar Lars Stindl von Hannover 96.
Ja, mit einem Doppelpack beim 2:3 gegen Dortmund. Aber an ihm ist es sicher nicht gelegen, dass sie verloren haben. Er hat, wie gesagt, sehr gut gespielt. Und dann noch von den Dortmundern Marco Reus. Auch er wieder mit einer überragenden Leistung beim 3:2-Auswärtssieg in Hannover. Ja, im Sturm habe ich ja, zum einen Doppeltorschützen Daniel Ginczek von den Stuttgartern. Ja, mit seinen ersten Saisontoren für die Stuttgarter, die ganz wichtig waren. Dann von Borussia Dortmund Aubameyang. Auch er mit einem Doppelpack beim Auswärtssieg in Hannover. Und dann natürlich noch Raphael von Borussia Mönchengladbach. Auch er mit einem Doppelpack beim 2:0-Auswärtssieg gegen die Bayern aus München. Und Trainer der Runde ist auch ganz eindeutig Lucien Favre von Borussia Mönchengladbach. Er hat seine Mannschaft sehr gut eingestellt beim ganz wichtigen 2:0-Auswärtssieg bei den Bayern. Ja, schauen wir dann wieder mal auf die Torschützenliste in der Bundesliga. Da hat sich nicht so viel getan. Meier bleibt weiter vorne mit 19 Treffern. Dahinter Robben mit 17 Treffern, der ja, wie gesagt, sich leider verletzt hat und vielleicht für längere Zeit ausfällt. Ist natürlich gut für Meier, dann hat er noch schon einiges an Vorsprung, denn auf den dritten Platz Lewandowski und Dost haben 13 Tore. Ja, dann auch an fünfter Stelle kommen drei Mann mit 12 Toren, und zwar Thomas Müller von den Bayern, dann Di Santo von Bremen und Aubameyang von Dortmund. 11 Treffer hat Bellarabi von Leverkusen und 10 Treffer dann Son von Leverkusen und Okazaki von Mainz. Ja, und dann zum Abschluss dieses 26. Spieltages blicken wir wieder auf die Tabelle, wo die Bayern immer noch Tabellenführer sind. Der Vorsprung ist ein bisschen geschrumpft, und zwar auf 10 Punkte auf den Tabellenzweiten den VfL Wolfsburg. Auf den dritten Platz jetzt Borussia Mönchengladbach. Sie haben 2 Punkte Vorsprung auf die Leverkusener, die auf dem vierten Platz sind. Also da bahnt sich ein spannender Zweikampf an um den dritten Platz, der eine direkte Qualifikation für die Champions League bedeuten würde. Ja, dann haben die Leverkusener schon 6 Punkte Vorsprung auf den fünften Platz, den die Schalker haben mit 39 Punkten. Dann an sechster Stelle der FC Augsburg mit 38 Punkten. Der Europa League Platz, ja, und ich dahinter jetzt die Hoffenheimer mit 37 Punkten. Da könnte es nochmal eng werden. Und dann, ja, an der achten Stelle die Frankfurter mit 34 Punkten, genauso viele wie für die Bremer. Ja, diese Mannschaften sind natürlich auf Ausrutscher, auf die Mannschaften von vorne angewiesen. Und wie es aussieht, die Augsburger, ja, könnten da ihnen einen Gefallen machen. Das wäre natürlich eine Möglichkeit hier für Frankfurt, Bremen und vielleicht auch für Dortmund, die auf dem 10. Platz stehen mit 33 Punkten. Ja, dann an der 11. Stelle fängt dann schon ein bisschen die Abstiegszone an mit den Mainzern, die 30 Punkte haben. Aber bei den Mainzern mache ich mir eigentlich keine Sorgen, dass sie die Klasse halten. Das Problem bei den Mainzern ist, dass sie mit 12 Unentschieden die meisten in der Liga haben und ja, dass vielleicht das ein oder andere Unentschieden zu viel ist. Sie müssen da mehr Siege rausholen, aber ich denke, so wie sie derzeit spielen, denke ich, werden die Mainzer noch die nötigen Punkte holen für den Klassenerhalt. Dann an 12. Stelle die Kölner, auch sie mit 30 Punkten. Ja, sind da auch noch nicht ganz durch, aber es sieht auch nicht so schlecht aus. Dann an 13. Stelle die Hertha, die ja ganz, ganz wichtige 3 Punkte holen konnten, jetzt mit 29 Punkten. Aber wie schon gesagt, die Hertha braucht auch noch den ein oder anderen Sieg, um da wirklich ganz sicher unten rauszukommen. Ja, mittendrin jetzt auch Hannover 96 am 14. Stelle mit nur 27 Punkten. Gerade mal 2 Punkte Vorsprung auf einen Relegationsplatz. Dann an 15. Stelle der SC Freiburg hat sich da mal zumindest aus der Abstiegszone befördert, jetzt mit 25 Punkten. Genauso viele wie der HSV, die aber aufgrund des schlechteren Torverhältnisses jetzt auf dem Relegationsplatz stehen und jetzt den Trainerwechsel nochmal getätigt haben. Mal sehen, ob das einen verhofften Aufschwung bringt. Ja, und auf den fixen Abstiegsplätzen auf den 17. Platz Paderborn mit 24 Punkten und die Stuttgarter trotz des Sieges bleiben sie weiter auf dem letzten Platz. Aber ja, haben zumindest den Abstand verkürzt. Mit 23 Punkten haben sie jetzt zumindest nur 2 Punkte Rückstand auf einen Nicht-Abstiegsplatz.
Ja, das war jetzt hier mein Nachbericht zu diesem 26. Spieltag der ersten deutschen Bundesliga-Saison 2014-2015. Ja, jetzt meine Frage an euch. Wie fandet ihr diesen Spieltag? Schreibt es unten in den Kommentaren. Ich würde mich freuen über ein Abo und ich bedanke mich fürs Zuhören und sage Tschüss, euer Little Piccolo.